Und she bay. Tja, was willst du machen, Silas? Hm? Du bist jetzt kokett und machst jetzt Blickblock spielen. Naja, aber jetzt ist er wieder angespannt. Kannst du dich mal entscheiden? Nicht? Okay, dann eben nicht. So, und herzlich willkommen zu Die Sims 4. So, und wer ist hier? Unser Christian ist hier noch immer am Baden. Aha, da ist er fertig und will sich nicht anziehen. Doch, jetzt will er. So, jetzt musst du noch, ja, Geste. Gut, aber Junge, artiger Junge. Und du dann? Du gehst tanzen. So, und wir gucken jetzt bei ihr nach hin und wieder. Das war ja... Nein, willst du gar nicht. So. So, wie geht's dir denn? Bestimmt wegen der Müllpflanze noch immer. So. Da muss ich noch Unkraut jäten, das sehe ich doch. Nein, nein, nein. So, dann gehst du jetzt hier duschen. Auf Klo. Dann kannst du... Ups. Dann kannst du dir... Uch, nein, nicht kochen. Öffnen. So, na komm schon, öffnen. So, was haben wir denn? Es ist nichts mehr da. Wo willst du denn hin, Monsieur? Du willst dein Schnuckelchen. Huch, nein! Oh. Hallo? So. So, wie sieht's denn auf deiner Seite aus? Ja, ist auch bestens. Das. So. Sie will Schnickerchen machen, okay. Hallo Christian, wo willst du hin? Tanzen. Ach, hier ist ja noch... Stimmt. Ich würde sagen, du kochst nochmal Gourmet-Menü. Das. Und dann kannst du Abendessen servieren. Chili. Und das dauert ja alles nicht lang, bis das alles wieder verbraucht ist. Das dann. So. So, und nun? Jetzt starren sie sich an. Du occupierst ah. Rubar. Niebs, Alcha. Tills. Oh, Bouchard. Clark. Beruda. was riechst du denn da? Da ist doch gar nichts. Hospanathar. Skumatube. Ich habe mich schon wieder an dieser blöden Kommode gestoßen. Demnächst verlange ich Schmerzensgeld von dir. Und ich verwandle einen Computer in ein Lama, dann ist es auch etwas weicher. Also. Oh, da muss jemand dringend auf Klo.
Geschirr spülen. Und er muss ja noch hier auch fleißig vieles, vieles reparieren. Das ist in Ordnung. Ja, ja. Dann geh mal auf Klo. Ja, Willi, du hast es rausgenommen, dann ess es doch auch. Manchmal frage ich mal. Ja, da ist dreckig, ich weiß. So, zack. Rein in den Kühlschrank. So, schnibbel, schnabbel. Gleich hast du nur noch Tomatenmatsche da. Naja, vielleicht braucht er ja auch Tomatenmatsche. So. Haushalt. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, zu den Teenager hast du ein wenig Kontakt. Mit den Teenagern kann man also Beziehungen am besten am Wochenende herausarbeiten, weil in der Woche haben sie halt viel zu tun mit ihren ganzen Hausaufgaben. Apropos, habt ihr... Komisch, Teenager machen nie selber Hausaufgaben. Ich bin jetzt immer am Überlegen, wo wir dann den Wein vielleicht hinstellen könnten. So. Oha. Was hat er denn jetzt angestellt? Entschuldige dich mal schnell bei deinem Papa. Oberlimpf. Fuchsia. Mackinac. Nobi. Tubaqua. Ihr müsst unbedingt eure Beziehung ausbauen. So geht das nicht. So. Zorb. Warum stellt ihr euch immer da hin? So. Dann hier weiter Abendessen servieren. Du solltest das machen. Ja. Ja, da ist wieder jemand, der an den Kühlschrank will. Dann mach schon mal hier sauber. Panface, Torb. Dann hast du ja wenigstens was zu tun. Don will bestimmt auch an den... Ach nee, er will sein Töchterchen umarmen. Oh, sweet. Hey. Garga. Oh, Arb. Mal sehen, vielleicht mache ich das mal, dass ich hier... Naja, aber wiederum. So, jetzt aber. Nee, ich war am Überlegen, ob ich den Paaren einen Familiennamen gebe. Sprich, entweder Lothario oder Himmler. Und hier wäre es entweder Luftikus. Oder Schmunzler. Oder ich könnte auch Doppelnamen geben. Und dann kriegen natürlich auch dementsprechend die Kids einen Doppelnamen. Hier wäre es dann Luftikus Schmunzler. Oder Schmunzler Luftikus. Ja, Schmunzler Luftikus. Hört sich gut an. So.
Na gut. Oh, Dunderwallake. Ach, Mensch, Madame. Du hast Hunger, dann Futter auch. Was willst du? Und sie will jetzt mit... Farbig Anuna. Ja? Sineg Buna. Zerfs. Er heizt ihr ein. Dich. Okay. So, wie sieht's denn aus? Du musst... Ja, dir geht's soweit okay. Du hockst im Observatorium. Dir geht's auch soweit gut. Lumina Exine. Sie schläft auch. Gorsoy. Nimenu Friva. Hier geht's auch soweit gut. Abimi Shrozis. Nuloy. Aber geht auch soweit gut. Yamala. So. Sie geht. Hoho, one genie. Duschen. Gelna Dizzy. No. Jawoja! Wendelst du hier mit allen Herren jetzt an? So, dann verschieben wir das mal. Oh, genau, Parasa. Muska Trieb! Ja, Flababgor! Oh, Rospa. So, okay. Oh, one genie. Wie geht's dir? Du hast Kohldampf und willst deiner Freundin die Wange streicheln. So, aber ich würde sagen, du gehst, weil sie gerade beschäftigt ist. Oder stellt sie es jetzt irgendwo wieder ab? Natürlich. Dann verschieben wir es halt da rein. So. So, dann mach mal. Oder will erstmal Christian was? Ja. Christian will zuerst. Puh. Er geht jetzt was essen, okay. Und was willst du? Eine Fesseln der Geschichte erzählen. Okay, dann mach mal. So. Oh, Bronage Nilsi. Essenoi Flori. Pinaru. Vopi Epinu. Gorsoi. Carbate. Retnu Silboy, Squamish Nemo. Der Dinosaur, also der T-Rex, war sehr groß. Wadisa. So, jetzt stellen sie es auch noch hier. Ach so, dann kannst du das hier mal säubern. Tja, das wird gerade gereinigt. So, wie schaut's denn aus? So. Nun gut. Was könntest du denn jetzt treiben? Gucken wir mal. Du brauchst noch... Na, keine Ahnung. Computerspiele spielen machst du auch. Sehr gut. Silas. Fang doch jetzt dann mal einfach an.
Reparieren. Das ist heile, das ist auch heile. Hier oben war auch alles heile, ne? Ja. Hier ist alles in Ordnung. So. Hier ist auch okay. So, dann kannst du das hier reparieren. Das ist auch in Ordnung. So, dann kannst du anschließend das reparieren. So. Er repariert jetzt fleißig. Dann verschieben wir mal hier einfach mal die Häufchen hier hin. So, dann kann er die nämlich dann anschließend alle nach und nach plündern. So. Hahaha, da ist wieder. Diesmal ist es Johnny, der hier die Badewanne in Beschlag genommen hat. So, da ist das nächste Häufchen Müll. So. So, dann hat er das, glaube ich, auch soweit wieder alles in Ordnung gebracht. Ja, die funktioniert auch noch. So, dann kannst du plündern. 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 Und nochmals plündern. Hehe. Oh, da. Dann das nochmal. Dukna, Skibabora! Ja, ja, da ist ein Häufchen Müll. So. Den verschieben wir jetzt da rein. Nein, tu das nicht! Ach Mann. Du bist einer. Komm schon. Ja. So. Gut. Dann kannst du hier weiter an deinem Frachtraum arbeiten. Und ich verfrachte weiterhin mal eben den Müll in den Mülleimer. So. Dann verschieben wir jetzt mal den Müll hier rein. So. Und der letzte Müllhaufen. Komm, komm, komm. Springung. Sehr gut. So, er hat es gemacht. Verbesserung fertig. Silas hat die Installation der Raketenverbesserung abgeschlossen. Gut, dann gucken wir mal. Die zwei hat er schon mal. Dann kannst du nun das reinklüppeln. So, aber wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Tschüss.